Heute nehme ich euch auf die Ötztaler Gletscherstraße mit. Von Sölden geht es hinauf zur Mautstation. Danach weiter zum Rettenbachferner und durch den Rosi-Mittermeier-Tunnel an den Tiefenbachferner. Über das Rettenbachjoch und die in der Nähe gelegene Kapelle führt der Weg zurück zum Ausgangspunkt nach Sölden. Südlich von Sölden zweigt man in die Gletscherstraße nach Hochsölden ab. Erreicht man die Mautstation an der Gletscherstraße. Seinerzeit lag die Maut bei 6 Euro pro Motorrad ohne Sozius. Im Gegenzug erhält man freie Fahrt und einen Sticker als Erinnerung. Die 1972 gebaute Gletscherstraße ist insgesamt 15 Kilometer lang. Man überwindet dabei einen Höhenunterschied von 1450 Metern. Der 1729 Meter lange Rosi-Mittermeier-Tunnel ist der höchstgelegene Straßentunnel Europas. Das südliche Tunnelportal liegt auf einer Höhe von 2829 Metern über der Adria.
südwestlich, auf der gegenüberliegenden Talseite, liegt der Geislach-Kobel, auf dem 2015 einige Szenen des James-Bond-Films Spectre entstanden sind. Vielen Dank, dass ihr mich im vierten Teil meiner Alpentour begleitet habt. Im fünften Teil werde ich die Venedigalpen besuchen. Macht's gut und tschüss, bis zur nächsten Folge.